So, liebe Leute, da sind wir bei einer hoffentlich vielleicht letzten Runde Bloody Traplands mit dem lieben Maddy und dem Brugger. Und jawohl, ich denke mal, diesmal könnte es ganz gut aussehen. Die beiden schaffen es ja wirklich bei dem Drehteil da oben. Null Lerneffekt. Ich mach mal kurz ein Päuschen, red vielleicht einen Schwank aus der Jugend. Berät mit euch ein bisschen was. Ah, ich schaff grad nichts mehr, das ist mein Problem. Ich kann ja nebenbei ein bisschen laufen, aber wirklich viel bringt das auch nichts. Das ist halt immer die Frage, aus, weißt du? Du hältst gerade nur aus. Ich ertrage gerade einfach nur noch diese Schmach, dass ich hier überhaupt irgendwie. Das ist echt kein Level für mich, muss ich sagen. Gar nicht. Überhaupt kein Stück. Da hatte ich schon deutlich bessere, wo ich auch wenigstens ein bisschen Fortschritt hatte, aber hier habe ich ja null Fortschritt. Das ist voll für den Arsch, das Level. Fand ich die anderen besser. Ich bin jetzt leider gerade ganz unten links gesprungen. Ich wollte eigentlich mal rausfinden, ob man da bleiben kann. Nee, die Stacheln da, die sind böse. Ich glaube, das kratzt dir gerade noch so ein bisschen das Fell von der Poperze, aber viel was machen tut das nicht. Habe ich so das Gefühl. Wenn du ganz weit rechts schlägst, ja. Und links kannst du nicht bleiben. Ich hab meinen Arsch abgesäbelt. Das heißt, du musst eins höher, oder? Nee, du kannst da gar nicht stehen bleiben. Ja, du geht ja nicht, da kommen wir Stacheln raus. Du musst direkt da auf dem Ding rechts stehen bleiben. Ja. Dann hoch, hoch ja, und dann runter. Genau, aber da oben auf der Keule darf ich stehen bleiben. Ja, genau. Nein, auch nicht, siehst du? Da kommt Feuerdinger, siehst du das? Die kommen immer genau hoch. Genau, ja, da. Aber auf der ersten Keule von nein. Links, da. Pass mal auf. Ja. Jetzt kommt eine hoch, aber jetzt die nächste. Pass mal auf. Hopp. Die geht genau durch, Maddy. Ihr Hugos, ey. Ihr Hugos. Hugo Egon Balder. Dass der noch lebt, ey, der ist doch schon uralt, oder? Der war damals schon alt. Hat er nicht damals Tutti Frutti gemacht? Da war er ja schon der alt. Der war zu Tutti Frutti schon alt. Ja, deswegen war, glaub ich schon mich. 70. Das ist ja auch der Running Gag, der immer wieder mit ihm gebracht wird, dass er so ein alter Mann ist. Ja, weil ja, ne? Ich find, man bei sieht mir mich genau an, der so. Ist so wie in den letzten 30 Jahren kein Stück gealtert. Der ist wie Sean Connery. Sean Connery wird immer jünger. Oh Mann! Wie Birgit Schrowange, bei der ist das genauso. Ich habe das Gefühl, die ist mit 55 geboren worden und bleibt da so lange. Die ist in Formaldehyd, wird die jedes Mal eingelegt nach einer Sendung. Einbalsamiert, muss er richtig, Alter. Meinst du, was in so Adlerjacken drin ist? Boah, Mann. Kommt ihr nicht auf Feuerball? Nee. Ihr kommt nicht, oder? Okay, du machst. Ah, oh, dann laufe ich zu weit. Ein Millimeter. Millimeter. Nein! Also, Luna, das war ja jetzt, ne? Hält mir auf. Das war richtig. Mit dem Gesicht voran, ey. Hallo, ich bin die Katze mit Headset. Was bist du denn für ein? Da hab ich's endlich mal geschafft, wieder da unten zu kommen. Da mache ich so einen Dusseligkeitsfehler, ey. Oh, Bruger, das war deftig. No, oh, das Mann. Ist dann echt, da macht man hoch, hoch, hoch. Dann, oh Gott. Dann, du musst am Schluss, wenn du auf dem letzten Plattform unten gelandet bist, musst du am Stück durchrennen. Hast keine Ausruhpause, glaube ich. Probier mal was. Ja, nee, auf dem in der Mitte hast du da auch nichts, da wirst du auch direkt zermalmt. Auf dem letzten hast du eine Ausruhpause, ja, vor dem Goal. Bin mir sicher, dass da von oben einer runterballert. Hundertprozentig. Weil, guck mal, das ist das Einzige, wo du wirklich Pause hast. Und dann musst du darauf achten, dass die Knarre nicht gerade zu dir zeigt, sondern nach hinten vielleicht, weißt du? Ey, das ist so unglaublich schwer. Das wird richtig Arsch da oben, ja. Ja, das wird die letzte richtige, also doch, das ist nur ein Moment, wo man sich denkt, Dann kommt, du hast jetzt 80 Bonus-Level freigespielt, die nochmal eine Spur schlimmer sind als das. Ich glaube, ein Mittel zu finden für die Heilung von Krebs ist einfacher, als dieses Spiel durchzuspielen. Leute. Bruger. Oh, guck mal, er hat genau den richtigen Winkel abgepasst. Das kannst du natürlich auch abwarten. Das exploiten, Bruger. Luna, spiel weiter. Kein Druck. Nein, okay, ich spiel weiter. Ganz entschillt. Interessiert es halt natürlich ein bisschen. Ich guck so aus dem Augenwinkel dazu. Oh. Nein! Oh Mann, ich wollte gleich weiterspringen, nur kurz ducken. Ja. Da kam natürlich der Feuerball. Das ist so ein Arsch. Jetzt hänge ich hier wieder an den leichten Dingen. Ah, Mann! Ich war schon fast durch. Wahrscheinlich wäre am Ende nochmal eine Faust gekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben, da ist noch einer. Das ist so safe, da ist nichts safe. Das Spiel ist Arsch, das will dich töten. Warum kommt der Feuerball jetzt so schnell nochmal? Das ist doch... Es kommt einmal ein langgezogener, der braucht ein bisschen länger und dann kommt danach direkt wieder ein kurzer. Ja, aber an der ersten Stelle ja schon, meine ich. Das ist wie Bier und ein Korn. Das ist genau das gleiche. Zwei kurze und ein Bier. Einer für jetzt, dann ein direkt und danach Lüt. Und dann zum Nachspielen nochmal einer. Nein, du sagst das. Ach, hier unten ist ja eine Plattform. Moin. Wusste ich jetzt gar nicht.
Wie? Wusstest du nicht? Wann kommt der Feuerball jetzt nicht? Oh! Oh, vor allem wenn er sich so schnell dreht, das ist voll eklig. Ja, genau da, das ist gute Ecke, Kruger. Ja, ja. Ich mach ja weiter. Luna spielen, weiter. Ja, kein Druck, keine Gewalt. Abpassen und. Warum kommt der verdammte Feuerball nicht? Nein! Ja, Ducken hätte auch nichts geholfen, ich wäre auch gestorben. Kack. Aber ich hab's drin jetzt eigentlich, ich hab's drin, das Timing. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Safe State da unten. Ja, aber bitte. Kinder. Oh, dit. Wir sind alle Schweine. Komm, Luna. Mach doch zuerst, ich will mal zugucken. Ich krieg den Sprung hier nie hin. Ich merke gerade mal schon, wie wir immer weniger reden, weil es ist einfach nur noch härter jetzt. Das ist Adrenalin Spannung. Voll. Spannung steigt. Sind wir jetzt beide tot? Ah. Das ist wie so eine... Ich sag's nicht. Schlimmer als jede Dschungelprüfung. Ja. Das ist eigentlich noch aktuell, wenn wir was hochladen? Ist das nicht schon vorbei? Ich glaube, das ist dann schon... Oder? Könnte geht gleich... Geht ja nur zwei Wochen. Die Scheiße ist ja überhaupt nicht, ganz ehrlich. Da könnte ich 2 Monate aushalten in diesem Kinderdschungel. Kinderdschungel. Ist doch nix. Was sollen die denn da rum, nur weil es ein paar Grad wärmer ist als hier? Meine Fresse. Mimosen, ey. Ich guck das nicht. Ich lese immer nur in den Nachrichten so ein bisschen. Ich habe keinerlei Reaktion mehr in meinem Körper. Das ist einfach nur... Ich bin komplett klinisch tot. Ich habe mich jetzt hinsetzen und einfach nur noch, weiß ich nicht, meinen Namen in den Schnee sabbern. Der möchte nicht unbedingt. Mehr schaffe ich auch nicht mehr. Schnee. Nicht? Jede Menge Schnee. Oh, und dann drücke ich auch noch... Beim Aldi, oder was? Kubanische Wochen. Ich glaube, das war beim Lidl, oder? Das ist Lidl? War das kubanische Lidl, Wochen? War das Lidl, was, oder Aldi? Was für Wochen? Kubanische Wochen. Geil. Das Kinder... Wo das Kinderpäckchen... Boah. Wir killen uns gerade wieder gegenseitig, merkst du? Wie war das eigentlich, dieser eine Drogenbaron, der jeden Tag $1000 dafür ausgibt, nur um Gummibänder für seine Dollarscheinbündchen da zu haben? Wart. Das ist schon hart, ne? Alter. Überleg mal, wie viel da so eine Packung kostet. Ja, läuft bei dem, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube, läuft. Ja, wir jetzt durch YouTube Money nur halb so viel. Das ist ein bisschen ja, scheiße. Ja, ich brauche noch Bündel für meine Hunderter. Ja. Warum Bündel für meine Zehner? Oh. Oh, genau, ich bin hier. Ich einfach nicht, ich verkack da unten jedes Mal an derselben Stelle. Das macht mir einfach keinen Spaß hier gerade. Hier muss ich auf 5 Sachen auf einmal achten, das ist so gräudig. Hör auf den Feuerball, der jetzt kommt. Dann jetzt sollte es springen. Maddie, warte. Ich bleib hier. Nach dem großen Feuerball auf jeden Fall. Keine Gewalt. Ja, ja. Ich guck jetzt Luna jetzt zu. Safe. Dave ist nicht da, Mann. Oh. Diese Stacheln, jetzt kommen die wieder unrhythmisch. Nein, das vergesse ich jedes Mal. Das ist so kacke. Da habe ich tatsächlich keinen Lerneffekt. Jetzt schalte ich wieder hier vorne, weil es ist so dumm. Du konzentrierst dich schon auf das letzte Stück und was ist? Jetzt gehe ich da vorne kaputt. Ja. Selbst wenn es in 1 durchschaffen würde, es muss ja... Ich meine, wie lange dauert so eine Tour hier? 30 Sekunden, wenn du es komplett machst? Ja, kommt hin. Mit Abzählen kommt's hin, ne? Also gesetzt dem Fall, dass es richtig. Dass du Babo bist, ne? Zum Babo. Ja, durchrennen geht hier ja nicht. Das ist ja das Fiese im Gegensatz zu Super Meat Boy. Da hast du irgendwie irgendwann deine Strecke drin. Aber hier? Ja. Hast du nicht. Ist immer anders. Weil du abzählen musst. Oh, eben hat's geleckt bei mir. Ja, das leckt schon. Manchmal leckt's heute ein bisschen. Soll ich vielleicht den Erotik-Download abbrechen von 90 Terabyte? Achso, musst du ja wieder was nachholen, ne? Ja. Ich war ja ein paar Tage nicht da. Ich muss schon wieder Fortran runterladen, die ganze Datenbank. Hardcore-Ekel-Pornos. Ah. Jetzt wirst du langsam richtig widerlich. Ich hab ja nicht gesagt, was da passiert, ich hab nur gesagt Ekel-Pornos.
Der Name ist ja mittlerweile schon bekannt. Blond, Luna, schwanger Luna, und Perf, zum Skat gezwungen. Teil 8. Gibt's wirklich. Was? Ohne Witz. Was gibt's? Blond, schwanger und zum Skat gezwungen. Zum Skat? Oh, ja. Sehr gemein. Das klingt lustig. Oh, sag mal, jetzt kriege ich den einfachsten Sprung hier nicht mehr hin, ne? Den am Anfang? Den Scheiß? Ja, ne? Ja, den hier. Ja, es ist irgendwie total aus dem Rhythmus gekommen, die Scheiße. Ich bin durch, glaube ich, für heute. Oh, jetzt guck mal. Oh, ich spring noch gar ja, nicht. Ja, ich brauche langsam was zu essen. Ich merke schon, das pure Bier, blank im Magen, wie jetzt bei Würsten, das vermischt sich zu einer Einheit und der Magen sagt sich, ich brauch's noch mehr, sonst macht das eine Bier dich schon ganz schön heiter. Da musst du mehr Wurst sein. Das war ja gut. Soll ich zuerst? Nö. Dann werde ich... Moin! Nö, und alle sind tot. Ich kann das nicht mehr fallen lassen und springen auf einmal, ne? Das ist weg. Hallo, wir spielen jetzt Bloody Trapland. Ich bin der Mad Baron, hallo, und wer seid ihr? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ich bin die japanische Bedienungsanleitung für deinen holländischen Videorekorder. Okay, wie kommt man jetzt darüber nochmal? Gar nicht. Holländisch. Verstehe. Also, hopp. Eingeben. Drück aufs Knöpfe. Ressource. Scheiße, da kommt ja was. Möhre Brüst. Ne, das war für ein Triss. Oh ey! Das war die Rache für den letzten Part, wa? Ja, genau, Feuerball! Moin, kommt da mal, der Feuerball. Moin. Es wird nicht besser. Hier, es wird nicht besser. Das ist einfach nur Arschkartoffel, ey. Ich krieg das eine, diesen Knödelsprung da, der erste unten, bei dem ersten Zackenbarsch da, das ist das Schlimmste. Ja, das ist wirklich, der ist eklig. Und wenn man den dann geschafft hat, dann geht das eigentlich. Nee! Ich hab gerade meine Katze rasiert. Mit einem Morgenstern. Fandst du nicht so cool. Hat sie gesagt, nee, Maddie. Nee, Maddie, kannst du nicht machen. Maddie, lass mal gut sein. Oh, jetzt schaff ich nicht mal über den blöden Stachel drüber, ne? Meine Fresse. Moin! Das war grad Arsch. Ah. So. Und los! Mach es doch, du Dreckskatze! Oh, voll gegen! Ach, das macht so viel Spaß hier, Leute. War super, ne? Ist das schön. Moin! Vergessen, dass man da warten muss. Ich glaube, eine unheilbare Krankheit ist weniger frustrierend, ey. Och, kommt drauf an, was für eine Krankheit, ne? Husten. Langer Penis-Syndrom. Oh, scheiße. Husten. Stefan, wenn du auswählen müsstest zwischen ein Leben lang Husten oder ein Leben lang Schnupfen, was würdest du wählen? Leben lang langen Penis. Noch länger. Noch länger, als er schon ist? Und ein paar Blutdruckpillen dabei, bitte. Kriegst du ein freies Haus. Das ist so schön. Stell dir mal vor, du hast den nicht dein Leben lang. Nur so für eine Woche, oder was? Wäre noch schlimmer. Und dann gewöhnt sich erstmal so richtig an so einen Bob Marley und dann... Ist halt so kacke, ey. Als so ein Bob Marley, ey. Oh! Ob der ein langes Lied hatte? Sagt man zumindest. Also in Kenia ist der Durchschnitt bei 6 Inches. Glaube ich. If you could explain it in centimeter, that would be great. Ein Inch sind 2,5, also könnt ihr euch ausrechnen. In den USA ist nur 3,4. Ja. Was? Ja. Was? Ist so. Die Deutschen sind auf Platz 4, gar nicht mal so schlecht. Vor uns sind aber die Franzosen. Glaube ich nicht. Würdest du die meisten vergleichen? Aber nur mit 0,2. Schlimm ist ja, die meisten vergleichen immer ihr Penis mit dem der Größe eines Rocco Siffredi oder sowas, weißt du? Das kannst du nicht vergleichen. Die Dinger sind einfach nur mal viel monströser als normale Mitsterbliche. Ich sag mal, Pornogeräte gibt's vielleicht auf der Welt 2%. Ja, deswegen. Und die meisten sagen, was sie hätten so eins, weißt du, 20 cm. Jeder behauptet immer, hätte 20 cm. So als Schwachsinn, Jungs. Komm, werd das mal realistisch. Außerdem stehen die mir jetzt gar nicht auf so einer Riesenklopper. Ich hab so viele Frauen gelernt. Da hast du recht. Voll auf Medium abfahren. Redet man nur für euch, du. Oh Mann.
Ja, wieder Themen, ich glaube, dass irgendjemand diesen Witz unter den Zuschauern, den ich gerade gebracht habe, verstanden hat. Und wenn ja, einfach nur anerkennen. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Was hast du gesagt? Nein, 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 ich werde es nicht wiederholen. Du gesagt, ja, das stimmt. Ich verstehe nicht, was daran so lustig sein soll. Ja, ja, das ist das mit ganz viel Nachdenken. Eigentlich nicht, oh. Aber ich fand's gut. Wer ist Rocco Siffredi? Das hatten wir doch bei Soleil, sag mal. Wollt ihr es jetzt wieder provozieren, dass Bruno wieder über die Sex-Praktiken hier referiert? Ich muss das nicht in jedem Video haben mit euch. Ich schrecke nicht das Wasser auf. Oder sorry, aber irgendwann, wenn mein Gehirn abschaltet, komme ich zu solchen Themen, weißt du? Matti, schrecke nicht das Wasser auf. Genau so. Dann kriege ich halt die Rocco Siffredi-Phase wieder. Das ist bei mir so. Närrischer Matt. Sieh doch nur, was du getan hast, du närrischer Matt. Oh! Close enough. Weil. Kennt das gar nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr da. Ja, das ist Luna, furchtbar. Erzähl doch mal was über Rocco Siffredi. Ich dachte jetzt nicht. Das ist furchtbar. Halt, oh, Matti. Du zuerst. Okay. Warte, warte, Luna. Ja, ist ja klar, sonst würde ich dir den Kopf zermalmen. Oh, Kinder, dieses Runterfallen ist hier langsam wieder anstrengend. Nein! Ich hätte eh nicht gesagt. Nee, Rocco Siffredi muss jetzt nicht sein. Das muss eigentlich nie sein. Wir können ja von Annette Schwarz reden, die ist noch schlimmer. Das ist nicht diese österreichische. Nein, Kacke, das ist Veronika Moser. Oh, die ist echt furchtbar. Die Annette will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen. Schlimm ist Annette Schwarz. Ich glaube, die ist eine Deutsche, ich bin mir aber nicht sicher, aber die sieht echt hübsch aus eigentlich. Aber also vergleichsweise für die Industrie halt, ne? Aber was die alle plötzlich machen, das ist ja furchtbar. Also Koten natürlich nicht wie Veronika Moser. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Sorry Leute, okay, Themenwechsel. Reden wir über Einhörner. Gerade mal an ich mag ja die regenbogenstrahlenden Einhörner und ihr? Dieses ja, Interview mit auch. Alice Schwarzer, da so, Leute, war das King Orgasmus One. Ja, das war... Ganz gut. Ist das eigentlich peinlich? Nee. Ich fand's lustig, wie er sich einfach voll über die lustig gemacht hat. Das ist ein Mensch, der trollt einfach nur extrem gerne. War das nicht auch der Analyse gemacht hat? Ja, ne? Analyse? Nee, ja, kann sein. Da zerfletscht mich wieder der Feuerball. Ich dachte, du meinst jetzt, wie ist er nochmal, Julians Blog? Nein, nicht die Analysen, sondern das Lied Analyse. Nee, er hat ja auch ein Album rausgebracht und ein Lied namens Analyse. Nee, das meine ich, das aber. Das ist echt furchtbar schlecht. Ich kann es dir gar nicht anhören. Stimmt, das. Richtig, das habe ich mir einmal angeguckt. Da hat er ja noch gemeint, ja, ich habe die besten Produzenten, besten Abmischer, das kann gar nicht schlecht sein. Nee. Ja, abgemischt ist es schon, aber ganz ehrlich, der Text sowie der Gesang ist einfach nur Kindergartenniveau. Das ist so 13-jährigen Humor. Gibt es Julians Blog aber eigentlich noch? Also macht er noch dafür, er eigentlich irgendwas? Bald 30 ich glaube, ja. Ist er doch recht zurückgeblieben noch. Nee. Fuck this shit. Es gibt für alles eine Bühne, sag ich mal. Klar. Unter anderem auch für die Frau Moser. Ja, und auch für unsere Beispiel, Let's Plays, ne? Hier. Das man kann auch mit Kacke. Ja. Ist das eigentlich noch ein Let's Play, was wir hier machen? Oder ist das eigentlich eher noch so... Let's Fail ist das schon. Das ist Let's Fail Talk-Runde. Stringente Bestrafung von drei erwachsenen Männern ist das eigentlich. Erwachsen? Ne. Voll die dieser scheiß ja. Feuerball oh, kommt nicht mehr, ne? Seht ihr das? Der verarscht mich gerade voll. Oh! Leute, dieser Drecksfeuerball in der Mitte, der macht mich jedes Mal kaputt. Guckt euch den mal an. Bei dem Stachelblock, ne? Der da immer kommt. Der kommt immer nur dann, wenn ich springe. Passt mal auf. Das ist voll für den Arsch. Guck mal. Jetzt kommt er wieder nicht. Doch, jetzt kommt er wieder. Der kommt halt echt andauernd. Jetzt hört er wieder auf. Das ist... Der Ding, der hat überhaupt keinen... Merkt ihr das? Ja doch, der hat einen Rhythmus. Pass auf, erst der? Nein, der hat kein Schema. Okay. Oder? Pass mal auf, jetzt, warte mal, jetzt kommt der Kleine, dann kommt relativ schnell der Große, und dann kommt nochmal kurz später jetzt der Große. Und, wie siehst du? Und jetzt ist erstmal Ruhe, oder was? Jetzt ist erstmal Ruhe, genau. Von allen drei. Okay, jetzt... Die kommen immer fast gleichzeitig, guck mal. Ganz kurz, lass mich mal. Luna, okay. Keine Gewalt. Jetzt Ruhe. Jetzt vorbei. Feuerball unter mir, bitte. Ja, oh Gott, ich liebe dich! Was? Ich liebe dich! Nein, ich hab's nicht geschafft! Doch, wieso hast du? Nein, ich bin tot, guck doch, ich bin tot. Musst du da nach oben? Aber ich hab Hall of Fame gekriegt, ja, ich weiß es. They finally reached their destination, ich hab eine Endsequenz. Was? Ich nicht? Just what did they accomplish? Ich hab gar nichts gekriegt, es geht ja, noch weiter.
What will happen to them now? Ja, ich sehe gerade, irgendwie. Und bei mir hast du es geschafft. Ja, wahrscheinlich, weil du hostest. Oh, was nö. Their struggle for Nord. Also bei mir hast du es geschafft jetzt. Ich bin durch. Alter. Meinen Ruhm kassieren hier. Ja, natürlich. Danke, Bruger. Abgreifen. Also, wenn ihr sehen wollt, was am Ende kommt. Aber ich hab ein Achievement gekriegt. Hall of Fame. Ich bin auch raus jetzt aus dem Spiel. Ich bin jetzt auf dem Startbildschirm wieder. Okay, Maddie laggt bei mir. Hä? Haben wir es durchgespielt oder was? Ja. Bei mir sind gerade keine Feuerbälle mehr. Ich sehe Maddie auf der Stelle laufen. Ich bin auch auf dem Startbildschirm jetzt. Ich bin raus. Also, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel zu Ende geht, kommt alle auf meinen Kanal. Timeout. Ja, dann haben wir es durchgespielt. Ja, durchgespielt. Bruger! Bruger! Ich kann euch ja die Endsequenz nochmal einzeln cutten und euch zuschicken, wenn ihr möchtet. Ja, machen wir es. Machen wir, das wäre cool. Aber auf 720. Ich nehme nämlich nur nativ auf 720 auf, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Okay, okay, dann. Auf 1080 den Schmodder. Nee. Deswegen auch so. Gut, dann cutte ich euch das extra nochmal und dann schicke ich euch das wieder mit. Bruger! Alter, Bruger! Darf ich dich mal von mir umarmen? Aber man sagt, wisst ihr, was bei mir gerade alles knackt? So, das könntest du ja nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, Bruger, darf man dich einmal ganz lieb halten, ganz doll. Oh, dann knackt mein Kreuz noch mehr. Egal wie fies und gemein wir im ganzen Projekt zu dir waren, aber dafür hast du einmal ein ganz tolles liebes Festhalten verdient. Na gut, dann Leute, hoffentlich hattet ihr viel Spaß mit uns, auch wenn es Höhen und Tiefen gab. Wir haben es souverän durchgezogen, würde ich doch mal meinen, ohne zu schneiden. Ja. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Die sich dann Savegames runterladen und sagen, ja, letztes Mal haben wir das Video noch beendet, indem wir den Level beendet haben. Aber das habe ich leider nicht aufgenommen, weil Cheaten und so, ne? Wir sind die echten Gewinner hier in diesem Spiel. Krass. Aber wir haben noch Bonuslevel. Leute, wie wär's denn damit? Leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, leck mich. Die sind bestimmt noch schwerer. Oh Mann, ey. Oh nee. Mann. Schauen wir mal, Leute, erstmal. Tschüss und lasst uns noch Liebe da. Ja, genau. Macht es gut. Arschlecken Bonuslevel. Die mach ich nicht. Die machen wir nicht. Machen wir die Bonuslevel? Nein. Ich bin einmal für Nein. Oh. Nein. Nee, Leute, machen wir nicht. Also ich verabschiede mich jetzt hier auf. Dann auf weiter wiedersehen. Tschüssikowski, blablabla. Ich hab schon noch Maddys Arsch.